Einen wunderschönen verregneten Nachmittag wünschen wir vor allem uns, weil wir wissen ja nicht, wann ihr das alles anschaut. Bei uns, wie gesagt, ist es düster und trüb und es regnet und wir sind froh, dass wir drin sitzen dürfen und große Gewächse probieren. Wir haben noch einmal Riesling für euch aus Mosel, von der Mosel und aus dem Rheingau. Wir haben ein paar vereinzelte Weine, bis einen Weißburgunder, glaube ich, einen Grauburgunder und einen oder zwei oder drei Sauvignons, die dann keine großen Gewächse sind, aber unserer Ansicht nach da reinpassen und die wir auch zeigen. Das wird so wahrscheinlich, wenn alles klappt, die vorletzte Aufnahme sein. Wir haben rund 30 Weine, drum fangen wir auch gleich an. So, habe ich alles richtig? Ich glaube schon. Gut. Dann 3, 2, 9, 8, 2, 6. So. Ja, getrocknet pflanzlich. Ja, das getrocknet pflanzlich ist sehr deutlich. Ja. Ja, Schwefelig ist schon richtig. Ja, aber das ist nicht mehr so schlimm, offensichtlich, wie das gestern war. Gestern scheint es wesentlich stärker zu gewesen, aber man merkt den Schwefel schon noch, aber es ist nicht mehr so dramatisch. Ein bisschen so angetrocknete Zitrusfrucht. Ja. Apfel, ja, Apfel Steinobst. Auf jeden Fall. Apfel ist viel. Genau. Orangenzesten kann ich sehr gut nachvollziehen, auch ja. Das Welkflorale. Also wer nicht weiß, was Zesten sind, das ist so der Schalenabrieb. Oder nicht Abrieb, sondern wenn man so Schalen abhobelt. Das sind Zesten. Ganz fein. Genau. Man sagt deswegen Zesten dazu, weil es eben das nicht fruchtig genug ist, sondern es hat ein ganz charakteristisches Bitter, das es da mitspielt. Und das kann man eigentlich auch schon riechen, diesen herben Beiton. Das ist eigentlich angenehm. Ja, und es hat auch was leicht Ätherisches für mich. Ja, richtig, genau. Ich finde es auch gar nicht so schlecht in der Nase. Also, finde ich auch. Sind also, wir von den 84 Punkten, die er jetzt gerade hat, weit weg. Sogar in der Nase eine gewisse Tiefe. Mhm. Oder ein relativ reifen. Ja, so ein bisschen deckender Gerbstoffe ja. Und ein bisschen was Wachsiges hat er. Genau. Das ist so dieser überreife Ananaston, das stimmt schon. Mhm. Das ist so ein bisschen Botrytis. Tja, was machen wir denn hier? Ja, also 84 ist nicht, das ist schon deutlich besser. Das ist, glaube ich, nicht die Frage. Die Frage ist, wie viel besser? Ich würde ihm 7 geben. Ja, ich war zwischen 7 und 8. Ja, ja, kann ich sehr gut. Nicht gut. Was machst du? Lärm. Aber zu welchem Behufe? Um alle wach zu kriegen. Alle ist gut, wer schläft denn außer, also ja, außer niemanden? Wissen wir nicht. Also gut, das braucht dann ein bisschen Zeit, das wird auch länger reifen können. So. Jetzt ich vertippe mich heute dauernd. Gut, haben wir es, oder? Ja. Was haben wir? Aha. Es ist trotzdem immer noch ein bisschen unter dem, was man eigentlich erwartet. Das ist Leitzenz, Rüdesheimer Berg, Schlossberg. 2014 sind sie fast alle, also es wird wohl ein paar 2013er geben, da sagen wir es dann nochmal extra dazu. Ich würde dem so, wie er sich entwickelt hat, fast einen Tag geben. Ja, ja, sicherheitshalber. Das ist eine sehr gute Idee. Das war jetzt schon bemerkenswert. 3, 2, 9, 6, 1, 0. Das ist ein Glas.
Sekunde. So, 3216. 329610. 10. Ja, gedeckt. Das ist ziemlich gedeckt. Nicht klar, ja. Ach, was riecht denn das? So ein bisschen Haarsalon. Also weißt du, es schwankt bei mir zwischen so frischen Austernpilzen so und ja, was wirklich Friseursalon. Hm, so ein bisschen. Ist relativ süß. Wirkt eher schlank. Ja, was Pflanzliches, ein Hauch schwarze Beeren. Merkt man, was der Vorgänger gekonnt hat, weil das kommt da nicht dran. Zweitens wirkt die Flasche fast wie eine. Ich würde ihm einen mehr geben, aber. Mit etwas. Was meinst du? Ja, Treffer leicht? Treffer, genau. Schauen wir mal, ob wir Konter haben. Also, das ist ein bisschen gedeckt. Genau. Und so ein bisschen, wirklich Kork merke ich keinen. Aber richtig. Begeistern also ist es halt auch nicht. Es ist gut, aber wenn das großes Gewächs sein soll, ist es enttäuscht. Okay, schauen wir mal. Ah ja, okay, das ist Johanneshof, Johannesberger Hölle. Nur, das ist jetzt nicht das letzte Wort. Wir machen da morgen die Konto auf. Zur Sicherheit. Ah, das mal dazu. Okay. 329758. Ja, das war gestern auch schon. Vom Johanneshof haben wir einen Wein, wie das, also den, der enttäuschend war, und wir haben einen, der extrem gut war. Okay. Der kommt deswegen ja auch später erst. Also wir probieren nach Noten aufsteigend. Sehr, sehr kühl. Genau. Ein bisschen gemüsig. Ja, ich habe aber auch so Wellenfloral, steht ja auch schon im Text. Ein bisschen was Welkes, das stimmt schon. Ja, und wieder süßlich. Aber schmeckt mehr nach Rheingau als nach Mosel. Stimmt's oder nicht? Ja, richtig. Also er ist meiner Meinung nach einen Punkt besser. Einen Punkt besser? Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder einen Punkt irgendwie auf. Ja, zumindest einen halben auf meiner Rechnung. Kann ich mir später irgendwie holen. Die ich noch nie gesehen habe. Es hat einen gewissen Schliff. Einen Saft, der. Ja, vielleicht hat es recht, vielleicht. War ich ein bisschen zu streng, aber es ist geradlinig. Genau. Es zeigt schon Herkunft, es ist ein bisschen, so, ein bisschen der altmodische Rheingau. Mit gewisser Süße. Genau. War Fruchtfliege gerade. Mit gewisser Süße. Ist schon vertretbar, oder? Ja. Ich würde sogar aufhören, dich damit. Also da, du schuldest mir nichts. Das war ein gut. Altenkirch, Lorcher Pfaffenwies, erstes Gewächs. Also nicht VDP, daher heißt es erstes Gewächs. Die Bedingungen sind im Prinzip nahezu gleich. 329786. Das finde ich ja gut, wenn du mir hier einschenkst, wenn ich mal geschwätzlos werde. Aha, kühl, pflanzlich. Ja. Es riecht fast ein bisschen salziger. Das kann man immer nicht riechen. Doch, ich glaube schon. Das sind aber dann Bilder. Hm. Dieser Safranton und das Wachs ist aber auch, das riecht auch ein bisschen nach Botrytis. Ich muss fast an Jakobsmuscheln denken. Das ist aber jetzt Mosel.
oder? Nein, ist auch Rheingau? Mhm. Interessant. Aber es ist ziemlich süß. Hat dabei so eine ganz lebhafte, recht feine Säure, ja, die ich eigentlich immer mit der Mosel verbinde. Okay. Das ist im Rheingau sind sie oft ein bisschen stahliger. Ich finde sie aber stahlig. Ja, na, ja. Dann stimmt es ja doch. Dann bin bloß ich in meiner Wahrnehmung verhindert. Aber die Süße, also trocken ist das wirklich nicht mehr. Mhm. Ja, einen gewissen Schliff, einen gewissen Saft. Hat ein bisschen was, wie soll ich sagen, so ein bisschen was so an Smoothie erinnerndes Fruchtsaftartiges, oder? Mit dieser komischen Süße. Ja, so ist das nimmt ihm ein bisschen was von seiner Brillanz. Also banal ist zu hart, aber es macht ihn etwas pubertierend. Na, banal nicht, aber... Ja, aber pubertierend. Also noch sehr... Die 87 passen jedenfalls. Ist sehr gut. Ein bisschen länger halten wahrscheinlich. Ah, da glaube ich, sind wir wieder in Lorch, genau. Und zwar ist das der Kapellenberg von Karnitz. Das ist aber 13, was insofern interessant ist, dass eben dieses ein Jahr mehr nicht anzumerken ist. Der ist so frischfruchtig. Mhm. Das macht vielleicht auch die Süße. Also das ist noch sehr, sehr jugendlich. Nur halt, es ist ja ein bisschen, ganz kleines bisschen Kindergetränk. Auf hohem Niveau. 3, 2, 9, 6, 2, 4. Der Wein hat eigentlich nichts, was man mit Süße kaschieren möchte. Der hätte man trockener machen können. Aha. Ziemlich dunkel. Ja, dunkel. Deutet eine Tiefe an. So richtig dunkle Mineralik drin. Schon ein bisschen Wachs und ein bisschen so Wurzelgemüse. Mit Kräuternoten unterlegt. Ja. Und süß. Komm, aber das ist doch jetzt Mosel. Mhm. Kann ja gar nicht anders. Ganz viel dunkle Beeren. Es hat so einen ziemlich deutlichen Heidelbeerton. Oder wir sagen Schwarzbeeren, oder woanders sagen sie Blaubeeren, aber... Und am Gaumen Kamille. Kamille, das ist wiederum die Porträtis. Mhm. Was auffällig ist, dass er sehr viel Saft hat. Es ist schon, wie gesagt, eigentlich für einen nominell trockenen Wein zu süß. Aber es ist nicht unstimmig, oder? Finde ich auch. Und deshalb sehe ich ihn etwas höher. Mhm. Hat für mich auch 8. Aber der Heidelbeerton, ich war da so an meine Kindheit erinnert, die Pfannkuchen mit selber gesammelten und eingemachten Schwarzbeeren, finde ich total deutlich. So, haben wir es? Ja. Das ist die Wehlener Sonnenuhr von Wegener. 3, 2, 9, 6, 1, 8. Bisschen gedeckt. Gedeckt herb. Was ist denn das? Das ist ein ganz eigener Ton da drin. Naja, zuerst war ich ganz kurz, flackert etwas Florales auf, aber jetzt... Floral finde ich auch, Zimt. Genau. Und Ananas. Tropische Früchte steht drin und das finde ich, das stimmt schon, das ist so...
so ein bisschen, ja. Aber er hat auch was Kühles. Ins süßlich-tropische gehen. Ja, aber er hat auch so eine kühle Seite. Ja. So minzig oder so, sowas in die Richtung. Fast Eukalyptus. Ja. Wirklich Eukalyptus. Ganz eigen. Ja, im Mund ist er dann tatsächlich kühl. Das macht mich wirklich fast kalt. Ja. Saftig süßlich. Eine sehr feine Säure. Also ich wirkt noch der nicht ganz hundertprozentig zusammengesetzt. Richtig. Im Moment. Das ist aber tolle Anlagen. Gestern war er noch schweflig, das hat er gerade ganz gut abgelegt. Man merkt noch ganz leicht, aber nicht mehr schlimm. Was jetzt wirklich durchkommt, ist so ein bisschen Holzton. Mhm. Deswegen ist auch so noch so eine Spur antrocknen. Das ist so ein Hauch Holztannin. So wirkt es zumindest. Und viel von dieser leicht irritierenden Würze in der Nase, das kommt von dem Holz. Das, der Zimt sowieso. Das süß-sauer schmeckt ja nicht mehr. Das ist zwar noch süßlich, aber süß-sauer, das klingt so banal, das ist eigentlich nicht mehr. Nein, da hat er etwas geschliffen. Ja, steht auch drin. Zwei mehr? Oh, zwei gleich. Bist du bei zwei? Oder zumindest mit einem Plus. Ich glaube schon, dass er sich sehr gut... Das reingab? Mhm. Das ist wieder vielleicht das Stahlige. Ist das Rottland? Nein. Ist das Rheinfront? Nein. Nein. Nicht Rheinfront. Jesuitengarten. Ah! Jesuitengarten, ist ein Winkel. Ja. Das hätte ich nicht gedacht von dem, so wie das schmeckt. So, weil es zu stahlig ist. Ja, ja, weil das so unheimlich kalte Mineralik hat, okay, die ich eigentlich eher so aus Rüdesheim kenne. Na gut. Ja, ja. Tja, es ist Winkeler Jesuitengarten, wie gesagt. Hätte ich blind, nein, habe ich blind nicht erkannt. Habe ich ganz woanders hingesteckt. Stopp. 2, 3, 1, 5, 1, 8. So, den schon eingesteckt? Ja. Aha. Ganz anders. Ja, weiße Blüten, das steht drin. Bisschen gedeckt, bisschen hefig. Angetrocknete Zitrusfrüchte. Ja. Also so fein wie der andere ist es nicht. Bisschen grober. Der ganzen Art. Ein bisschen süßlich. Aber die Süße ist hier nicht so eingebunden wie beim anderen. Das ist so ein bisschen, das verschwimmt schon leicht. Ja, schmelzig. Ja. So, wirklich so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen Fruchtsmoothie-artig. Mhm. Ich glaube, er ist auch einen Punkt schlechter. Also es ist alkoholwarm, er wirkt etwas... Ein bisschen grob, ne? Ja. Das ist ja nicht so richtig tief. Gewisse Nachhaltigkeit und Griff hat er. Ich meine, ich kann damit gerade so leben, aber... Dann lassen wir ihn auf jeden Fall stehen. Aber das ist so richtig die große Freude, kommt mir dann. Ja.
da sind wir beim Weißburgunder. Das ist für Weißburgunder schon ein bisschen süßlich fruchtig. Ja, komm, geh halt her. Im unteren Kreuz, Weißburgunder, das ist der Böchinger Rosenkranz. Das Gewann heißt wohl im unteren Kreuz. Von Theo Minges aus der Südpfalz ist das. Entschuldigung. Also, wenn man Schwefel? Verschluckt. Eigentlich hat es mal verschluckt, sich nur einen guten Wein. Also, wenn man die fruchtige, süßlichere Art Weißburgunder mag, ist das wunderbar. Aber so ein bisschen ist es an der Sorte vorbei, vinifiziert meiner Ansicht nach. Eigentlich zu fruchtig. 329707. Das geht schon auf die Kosten der, Feinheit. Aha, oder beim Riesling. Kühl, fest, pflanzlich, noch ein bisschen gedeckt. Man riecht ein bisschen den Gerbstoff. Mineralisch, floral. Wieder ein bisschen schwarzbärig. Sogar deutlich. Ja, wobei ich wieder bei Heidelbeeren mehr bin als bei Cassis. Ja, wobei die sind so konzentrierter oder angetrockneter. Mhm. Das finde ich aber jedenfalls einladend. Mhm. Die sind wieder ziemlich süß. Oh, aber ziemlich fest auch. Süß und herb zugleich. Mhm. Länge. Und vor allem diese Dunkelbeerige ist so deutlich. Das ist schon gut. Warum muss ich das, warum lese ich nicht erst, bevor ich wieder was reinschreibe? Steht schon längst drin. Also gestern war das Trocknende wohl ja, genau, beherrschend und das hat sich jetzt aber ziemlich gut eingebunden. Es ist immer noch, man merkt den Gerbstoff schon noch, aber man merkt, wie aber der sich auflesen wird, wenn das... Genau. Ich muss gestehen, dass mir das sehr gefällt. Mittlerweile. Da reichen die 88 keinesfalls. Also 2 Punkte mehr kann er sicher. 2 bis 3. Mhm. Sind wir im Rheingau, gell? Oder? Nein. Wieder hoch? Mittelrhein. Mittelrhein? Ist doch Mittelrhein hier. Ich habe keine Ahnung. Na dann guck. Ich guck noch nicht. Ich will das erst probieren. Was denn für Lage? Falkenberg. Rheingau. Ach, das ist der Jost. Ja, genau. Gehört das. Hat er auch im Rheingau? Ja, ja. Okay. Bacharer Hahn ist Mittelrhein. Okay. Das hatten wir schon. Das ist Rheingau. Erstaunlich. Dieses Schwarzbärige vor allem in Walluf, das wundert mich total. Ja. Ja, das, vor allem ist das echt gekonnt. Das ist wirklich traditioneller Stil, wie es da drin steht. Aber das entwickelt sich erfahrungsgemäß ziemlich gut. Weil schon ein paar Mal überrascht nach ein paar Jahren, wie gut es sich weiterentwickelt. Das sind 91 verdiente. Wie gesagt, ein bisschen altmodisch. Aber echt gekonnt. Also, das war ein gut Toni Jost. Wallufer Walkenberg. Ich finde auch altmodisch nicht schlecht. Ich finde manchmal modern. So ist es gar nicht. So ist es gar nicht. Modern ist oft technisch glatt. Ja. 3296 20.
Sehr kräuterig. Kräutertee fast. Stimmt. Steht das leicht ist kräuterig pflanzlich, denn bestimmt so gar nichts. Das ist sehr kräuterig pflanzlich. Und zwar nicht nur Kräutertee, sondern schon Blütentee auch. Weil dieser auch Kamille und sowas ist nämlich auch drin. Dann hat er eine Frucht, die ist verhalten, aber ganz fein. Aber diese, tatsächlich dieser Tee. Die hat einen Gaumen, diese Teenoten. Aber gestern war das ein bisschen süßer. Das stimmt gar nicht mehr. Es ist zwar süßlich, aber es ist nicht mehr so dieses banale Kindergetränk süß-sauer. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es hat Finesse. Da hat auch eine Duftigkeit, Feinheit. Schon. Wir erleben hier eine positive Überraschung nach der anderen, oder? Ja, es geht. Sie waren gestern halt oft noch sehr verschlossen. Deswegen machen wir es ja. Ja, aber das ist sehr schön. Das hat wirklich Finessen. Das ist auch tief in der Nase. Ja. Der Saft ist echt toll. Ein bisschen Zitrus betont, aber es ist noble Zitrusfrüchte. Teils getrocknet, teils kandiert. Entschuldigung, dass wir jetzt so viel schreiben müssen, wenn sich die Weine so verändern. Ja, das war gestern. So wie es drin steht, noch ein bisschen schwefelig. Das hat er auch gut weggesteckt. Doch, was hat auch was Schwarzes in der ganzen Aromatik. Das braucht wirklich Zeit. Zimmer 91. Also ich war... 90 auf jeden Fall. Das ist der Rüdesheimerberg Schlossberg von Wegeler. Das hat mich gestern auch schon gewundert. Ja, so zu. 329742. Das riecht fast ein bisschen. Nach frischer Gemüsesuppe. Es hat ein bisschen was so Suppenkräuter drin und auch so ein bisschen Wurzelgemüse. Sehr, sehr pflanzlich betont. Die Frucht muss zu. Dabei ist er kühl. Der ganz leichten Safranton. Aber ganz leicht. Und aber hat er, ne? So ein bisschen Safran und Curry die Richtung gehen. Aber dieses, nicht nur Gemüsebrühe, sondern Fleischbrüheartig hier, das ist recht deutlich. Das ist überhaupt nicht unangenehm, das klingt viel schlimmer, als es ist. Im Gegenteil, es regt ja den Appetit sogar. Wirkt sehr kalt. Kalt, herb. So harter Pfirsich, Zitrus. Oh, der hat Salz. Und der Mordsäure, die geschliffen ist, aber schon sehr präsent. Ja, aber das ist ein Kulturschock nach den anderen, weil er gar keinen Zucker hat offensichtlich, weil er so salzig und herb und kühl und... Ganz ungewöhnlich. Ich habe auch reingeschrieben, das macht Laune und das tut er auch. Und wo würdest du ihn hinstecken? Da, wo er ist.
Ach so, nicht punktemäßig, sondern ach so. Die Region. Ich finde, das ist nämlich ganz schwer zu raten, innen hinzustecken. Beziehungsweise, ich glaube, man hört sich. Ich würde dort... Also, ich würde sagen, das ist Mosel, aber anders. Okay. Ist es? Ja, Saar. Gut, dass wir ihn nochmal probiert haben. Falls du dich erinnern kannst, und das ist auch wirklich knochentrocken, der hat also irgendwelche 3 Gramm. Schloss Saarstein hatten wir schon mal, haben wir auch schon mal videofiziert. Damals war er ein bisschen niedriger, weil er uns ein bisschen gedeckt vorkam. Anscheinend hat er tatsächlich einen ganz leichten Schleicher gehabt oder der Kork hat ein bisschen was abgegeben, denn das ist deutlich die bessere Flasche. Super. Also das ist wirklich mutig. Und er sah furztrocken, ja. Also ich bin kühl, geschliffen, das macht Spaß. Ich finde das jetzt nicht, weißt du, die Tiefe und Konzentration für viel mehr hat er nicht, aber das macht echt Spaß. Das ist auch nicht so teuer. Aber jedenfalls, falls sich wer noch daran erinnert, wir hatten den schon mal, das ist die eindeutig bessere Flasche. 329828. Und echt mal an der Saar mit 3 Gramm Restzucker, das ist mutig. Aha. Ist wirklich ein bisschen gedeckt. Und hat sehr auch so ganz leicht Suppe. Nur ist nicht da, ist relativ viel Lauch drin. Oder Lauchzwiebeln. Ich habe viel Zitrus. Ja, das hat er eh. Steht drin, Zitrusnase. Ein bisschen Stein und Kernobst hat er schon, aber das Zitrusaroma ist vorherrschend. Ja. Was hast du für Gemüse oder für... Ja, Sellerie. Ja. Bisschen zwiebelig. Lauchzwiebeln. Also Sellerie kann ich. Das hat er ziemlich stark. Dann hat er Süße, aber dann wird es trotzdem auch ein bisschen bitter. Welkes. Oh, Mike, und ein bisschen bissig. Also der ist so ganz aus der Spur gerade. Er tut mich gerade schwer. Im Moment ist mir das zu hoch. Was ist denn mit morgen nochmal anschauen? Die letzte Chance. Hilft nichts. Also ich würde mir wirklich nochmal machen, aber ich gebe bis jetzt hat er plus 7. Das ist ein bisschen eckig. Das leicht Zwiebelige irritiert mich. Also jetzt würde ich mir nicht. Ah, das hatten wir heute doch schon mal. Das nochmal light. Dieses Mal ist es Rottland. Vorhin hat man Schlossberg. 329614. Das ist so unnahbar gerade. Ja, das ist auch so ein bisschen Safran. Ja, da bist du so vegetabil auch. So hefig. Ganz leicht gedeckt. Ja, die wieder leichten. Etwas dunkelbeerig. Ja, und so stachelbeerig ist er auch. Ist süß und herb zugleich, genauso wie der andere, der Vorgänger. Und es hat auch so was gleichzeitig Süßes und Herbes. Ja, dieses Ananasige, der Durst hat den Safran gesagt in der Nase. Auch das hat so einen ganz leichten, buttriges Touch.
Das wird noch sehr eingesperrt. Ja, das finde ich auch. Also im Moment ist es sehr schwierig, diesen Wein zu bewerten. Zu, ist ein bisschen der Schwefel deckt ins Wegele, gell? Ja, die haben viel Schwefel dieses Jahr. Das braucht einfach Zeit. Das würde ich mir auch morgen nochmal anschauen. Okay. Das war gestern fast offener als jetzt. Na gut. Ja, okay. Wie schon erwähnt, das ist nochmal Wegele. Das ist der Österreicher Rosengarten. Wenn Österreich eine Eigenschaft wäre, dann wäre es der Österreicher Rosengarten. So, der Österreicher Rosengarten. 329692. Den gibt es so als einzelne Lage noch nicht lang wieder, den Rosengarten. Okay, was hast du denn da reingeschmuggelt in den Flight? Ich weiß nicht, was habe ich denn da reingeschmuggelt? Oh, das ist jedenfalls Gülden. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Naja, das ist natürlich schwer, aber... Spannend. Ach ja, ja, das ist ein alter. Ja. Das ist der 2,4er. Ja, so ist es. Wie kommen wir zu der Ehre? Ich weiß nicht, wurde uns eingeschickt. Um zu zeigen, wie das reift, offensichtlich. Das ist auch schon gereift. Also ich kenne 2,4er, die sind unheimlich frisch. Der, dem merkt man schon deutlich an, dass er reif ist. Das Nussige, dann hat der hat jetzt tatsächlich auch wieder so ein bisschen Safran und ein bisschen Wachs. Genau. Also das wird sehr gelb. So ein Botrytis, ein gereifter Botrytis, so riecht es zumindest wie ein gereifter Botrytiswein. Kann ich ja nicht immer hundertprozentig sagen. Aber es riecht ziemlich deutlich danach. Auch im Mund entwickelt. Ein bisschen süßlich. Ziemlich tabakig. So ein bisschen altholzig, speckig, rauchige Noten. Würze, Gerbstoffgriff. Ein bisschen Salz im Hintergrund. Ich meine, das ist nicht so schlecht. Das ist auch stimmig, das ist manchmal der, du hast einmal. Das, ja, genau. Was also habe ich? Er ist besser als nur nicht schlecht. Ach so, nicht so schlecht. Nein, weil das vielleicht aber so komisch klingt. Also das ist richtig. Schon gut. Das ist schon gut. Ich wäre eher bei 8. Okay. Ja, die Tiefe. Auch wenn das richtig spannend ist. Also, das ist ein gereifter, altmodischer Rheingauer 2,4er Riesling. Das ist Flix Nonnenberg aus Wicker. Wickerer Nonnenberg, Nachbarort von Hochheim. Also die ganz östliche Seite des Rheingaus. Sollte man jetzt aber auch trinken. Das ist nichts zum... da steht was anderes drin. Das ist jetzt nichts zum wirklich noch groß aufheben. Aber es macht Spaß, vor allem frisch aufgemacht. Viel Luft hätte ich nicht mehr geben. 330016. Ist dir das zu wenig? Habe ich schon? Ja. Nee, das passt wunderbar. Neue? Aha, ganz anders. Ja. Gewürzig, gemüsig, hefig. Ganz eigen. Also, das ist gar kein Riesling. Holz. Nein. Wir haben ganz Piraten. Klar, das war klar, dass das war zu irritiert. Das vergesse ich dann sehr immer, wenn ich so kühl immer noch oder probieren stecke. Ja, das ist ganz eigen. Das ist so würzig, erdig. So gar nicht fruchtig. Vorher war eher jodig. Hat er so fast abgelegt. Ja, wobei, so ein bisschen jodig ist er schon noch. Doch, das hat er schon noch. So ein bisschen Wundversorgung. Ja, selbst das Pflasterhafte hat er. Ja, genau, das hat er. Ja. Das
Das ist ein Kulturschock nach den Rieslingen, ne? Mit der Holzaromatik, mit der Mods, mit der ganz anderen, aber wirklich deutlichen Mineralik. Pfeffer da auch. Ja, steht drin. Das ist von dir. Ja. Und Kräuter. Das ist auch grüne Kräuter, genau. Sehr eigen. Oh! Ich normalerweise auch. Ich wollte nur, dass du mir ins Ohr flüsterst. Noch ein bisschen gerbstoffig, noch so gleich die Grobheiten hat er noch, aber es hat schon Mattsubstanz. Das ist. Also mir gefällt es, aber es steht da gut. Es sind 89, 90 sind es noch nicht, meiner Ansicht nach. Mhm. Da ist so eine leichte Rustikalität drin. Das wird einen wunderbaren Essensbegleiter abgeben. Das glaube ich auch, ja. Ja, gut. Ja, natürlich. Gib mich, ach ja, jetzt machst du es zu. Ah, ja, okay. Das ist das Weingut. Huber, Malterdinger, Bienenberg, grauer Burgunder trocken. Wie gesagt, Burgunder haben wir plus zwei oder drei. So. Aber wir wollen, dafür muss man jetzt kein extra Video anschalten, aufnehmen. Drei, darf ich? Ja. 3, 2, 9, 6, 1, 6. Ich bin da wirklich multitaskingfähig. Ich kann Unsinn reden und zuhören gleichzeitig. Meinst du? Ich kann das unter Beweis stellen. Das nächste Mal, wenn ich laber, kannst du mir die Nummer sagen und ich werde sie immer noch wissen, wenn ich mit dem Geschwätz fertig bin. Und wenn nicht, war es dann undeutlich. Kühlstrafffest. Ja. Ganz eigene gelbe Würze. Ein bisschen was Distanziertes hat er. Aber auch was sehr Feines. Ja, er riecht ein bisschen wie wirklich gutes Parfum. Mit so zarten Moschus- und Tabak-Aromen. Ich finde es ziemlich fein. Da hast du jetzt nichts dazu zu sagen. Doch, fein habe ich schon gesagt. Du musst immer quasseln, wenn ich tippe, weil sonst langweilen sich immer die Leute. Fein habe ich gesagt und deshalb, ja, hast du das nur bestätigt. Ein bisschen Suppenkräuter hat er. Also ich empfinde diesen Wein als so duftig. Er hat für mich, er ist floral. Ich finde jetzt im Moment gar nicht mal so viel Suppenkräuter, sagst du, okay. Ich dachte jetzt doch. Suppengemüse. Nein, nein, nicht Gemüse, sondern Kräuter. Mhm. Ich finde es ziemlich deutlich, das ist nach Majoran so ein bisschen, so ein Hauch Bohnenkraut. Ja, Bohnenkraut kann ich gut nachvollziehen. Also, das ist für mich schon deutlich. Also er fesselt auch. Ja, es ist vielschichtig. Mhm. Okay. Also der beschäftigt einen schon in der Nase ziemlich. Relativ süß, aber es ist, das passt gut. Weil diese Kräuter sind wieder herb. Wieder Majoran. Oh la la. Das ist doch schon wieder ja. Wegeler, oder? Ja. Das ist. Ist das der Rotenberg? Ja. Naja, das ist halt einfach eine Bombenlage. Ingwer ist so deutlich. Jetzt ist hinten raus diese Ingwer-Schärfe. Das ist ganz, ganz, ganz intensiv. Super. Ist ja im Verhältnis, wie man das ja, halt so in Weinen, ja. Wenn man das sieht. Wunderbar. Und? Wie viel geben wir ihm? Warte, warte, ich bin ja noch nicht fertig. Hast du Druck? Oh, du musst heim.
Du willst doch gar nicht heim, wenn es hier weinig. Da habe ich mich so gewundert gestern, weil der war in Wiesbaden so grandios und dann war er gestern so zu. Boah. Ja. Also er braucht sowieso einen Tag. Einen zusätzlichen Tag. Ich glaube es auch. Also großes Kino. Es wird auch spannend sein, diesen Wein über ein paar Jahre zu begleiten. Puh, diese rotbeerigen Noten sind auch wirklich mittlerweile total deutlich. Fast ein bisschen in Richtung Schlehe gehend. Aber auch so wirklich so kleine rote Beeren. Also Schlehen sind gar nicht rot. Nein, sie sind nicht rot, aber dazu hat kleine roten Beeren. Ich weiß schon, Schlehen sind schwarz, ist mir schon klar. So ist es halt, wenn es irgendwie, wenn man live drauf loslabert. So, also jedenfalls braucht es Zeit. So ist es. Ich glaube, da sind wir uns und mehr als einig. Und es sind eher drei. Ja, ich war. Ja. Sehr gut. Aber das gibt es nochmal. Da ist das letzte Wort womöglich noch nicht gesprochen. Das ist nochmal Wiegeler. Das ist auch wirklich die Paradelage im Rheingau. Also naja, Paradelage zu sagen ist gut, wenn die auch Schlossberg haben. Aber zumindest sehr unterschätzt in früheren Jahren, weil auch wenige Leute was daraus gemacht haben. Geisenheimer Rotenberg in den letzten Jahren bei Wiegeler immer großartig. 329522. Ich salbader schon blödsinnig, gell? Ich muss mich wieder kurz halten. Konzentration, ja. Herr Hofschuster. Also. Springt einen mehr an. Mhm. Ganz anders. Ja. Da finde ich ein bisschen Gemüse. Deine Suppen. Ja, genau, richtig. Das ist wirklich das Suppengemüse. Gewürzelgemüse. Dann auch etwas Rotbeeriges. Ich finde es eher schwarz als rot, aber und vor allem ganz, ganz im Hintergrund nur, ne? Ja. Ja, gut. Da weiß ich jetzt nicht, und sind das dunkle Blüten oder sind das. Ja, ja, okay. Ja, so was nussig-altholziges hat, das steht auch drin. Da steht eine Menge drin. Aha. Bisschen süßlich. Also wenn ich jetzt einen Tipp abgeben darf, dann würde ich sagen, es ist Fritz Haag. Wie kommst du da drauf? Weil das so typisch ist, diese kalte Frucht und dann dieser ganz leicht schwarze, bittere, phenolische Ton, den haben die so oft da drin. Und das ist auch ein bisschen, ja, das ist auch dieser braune Berger, das ist wirklich, das ist so schwarz, erdig, schwarzbärig, schwarz, noch was ich. Ja, richtig. Es ist also vielleicht ist es nicht, vielleicht ist es weniger Haag als mehr Brauneberg. Es ist ganz eigener Ton. Man kann es ganz schwer erklären, aber es ist. Das ist unglaublich. Völlig unverwechselbar. Ihr Atem. Appetitanregendes. Liegt vielleicht auch an der. War das ein sanfter Hinweis? Aber es ist noch völlig. Nein, das Schwarzbeer steht drin. Quitte. Ja, Quitte. Das ist ganz, ganz deutlich. Der ganz eigene Kernobstton. Naja. Das würde ich jetzt noch nicht anfassen. Ich würde es auch nächstes Jahr nicht anfassen. Ich würde ihm Zeit geben. Und vor allem einen Punkt mehr. Genau. Also gut. Das ist mir angekündigt. Fritz Haag, Brauneberger, Juffer, Sonnenuhr. Tatsächlich unverwechselbar fast.
0732 96 93. Das zeige ich dir aber gar nicht. Ich will das ja auch nicht sehen. Ha. Wirklich kühle Zitrusaromen, ja, Grapefruit auch Limited. Kulturschock. Ah, jetzt ist es wieder da. Wirklich saftig, reif, geradlinig geschliffen. Die Tiefe vom Vorgänger scheint immer nicht ganz zu haben. Finde ich auch. Ist zu hoch. Und das ist noch ein bisschen, das wirkt auch unnahbar. Den würde ich auch fast morgen nochmal anschauen. Gut. Um sicher zu gehen. Also im Moment sind es eher 88. Oh, okay. Also noch bei 89 hätte ich ihn schon gelassen. Das kann man ja bis morgen, wie gesagt, er ist morgen eh nochmal dran. Aha! Das ist dann ähnlich dem alten, den wir vorhin hatten. Das ist nochmal Flick. Das ist wieder Wickeler Neuenberg. Ich weiß gar nicht, warum es gar einen Königin Victoria Berg gibt dieses Jahr. Das ist normalerweise der größere Wein. Gibt es morgen nochmal. 329612. Ziemlich fest. Ein bisschen gedeckt noch. Ah, fest, zeigt auch schon Tiefe in der Nase. Hefig, kräuterig, pflanzlich. Ja, ja, da steht ein bisschen was von Melone drin. Und das stimmt auch, so gelbe Melone hat er. So Galia-Melone. Jedenfalls sehr vielschichtig. Mhm. Was sehr kühl ist. Mhm. Ist auch echt herb im Mund. Aber stilistisch komplett anders. Da kommt wieder so Wurzelgemüse, dann kommen so nussig, zart ins Holzige gehende Aromen. Aber das Erde. Heller Tabak. Mhm. Totaler Kulturschock im Vergleich jetzt zu den anderen. Es hat wirklich ein bisschen Holz gesehen und das ist halt wirklich mal trocken. Sehr. Ja, also Erwachsenen. Ne? Ziemlich erwachsen, das stimmt. Idee habe ich ehrlich gesagt gerade. Also es ist zumindest insofern ist es wahrscheinlich Rheingau. Mhm. Das ist so herb und fest und erdig und mineralisch. Ich deck's auf. Oder du. Sag mal. Ach, ich hab's angekündigt. Das ist wieder Johannishof, dieses Mal Rottland. Und das ist wirklich auch sehr, sehr gut. Ja. Das ist echt richtig gut. Schön. 329622. Und das ist einmal trocken, was? Das ist nett. Nix. Das ist ein ganz spannender Flight heute. Das stimmt, das ist ein Wein völlig anders wie der andere. Das ist jetzt noch ziemlich unruhig. Das hat auch was leicht Gemüsiges. Ich bin schon auf dieser mineralischen Seite. Ja, es ist schon noch. Aber es hat schon so einen leichten Ton von gekochtem Kohl gerade, oder? Es ist noch ein bisschen so reduktiv. Ein bisschen so Schwefelverbindungen riecht man da schon noch raus. Da denke ich an so einen, wenn man den Topf aufmacht. Genau. Wieder süß. Ja. Das müsste eigentlich wieder Rheingau sein.
Das ist jetzt Mosel. Ja. Na, vielen Dank. Jetzt hab, dann bin ich jetzt einmal ausgeglichen. Einmal so rum falsch, einmal so rum falsch. Meinst du, das macht es besser? Vielen Dank. Nein, ich meine, das ist so, das hat so dieses leicht angeschlagen Apfelige, das die im Rheingau so gern haben. Ich finde, er verabschiedet sich mit so einer feinen, so herb, er hinterlässt, so ein, er ist süß, aber er verabschiedet sich mit so einem herben Geschmack, was ja auch animierend dann ist. Mir gefällt der Wein sehr gut. Du bist am Hadern? Nein, ich habe gerade einen Verdacht. Das? Ja, achso, du reibst ja immer noch. Bin mir noch nicht klar. Das ist, ich weiß, das ist Schwefelverbindung. So. Das ist wieder Wegeler und dann muss es Doktor sein. Richtig. Richtig. Das ist im Moment, hat es wirklich zu viel Schwefel. Ich würde dem einfach nur einen Tag geben. Also das war gestern besser. Ich würde ihn heute... Ja, hat er schon, aber es ist so... gerade so eingesperrt. Ja, das ist natürlich schon so eine Ansage, so eine Doktor. Bernkasteller Doktor. Im Moment noch viel Schwefel. 3295 21. Ja. Lebhaft Hefe, Kräuter und. Wieder so Gemüse. Also ja, ich wollte gerade sagen, ein sehr feiner Sellerieton, aber es ist Sellerie. Ja, ich bin sogar bei Petersilienwurzel. Oh, gut. Oh, der hat ein Mundgefühl. Mit so ein bisschen Griff. Das muss Mosel sein. Sag, dass das Mosel ist. Ja. Mit genau diese seidige Art in der Säure, das ist eigentlich wirklich ein Mosel. Oh. Und saftig und rotbeerig. Aber schon relativ süß. Das ist wieder Haag und das ist der normale Jofer, ne? Ja. Das ist himmlisch. Also es ist schon süß, es ist eher halbtrocken, aber da stimmt einfach alles. Mhm. Es hat so eine feine, ich soll es weiter erzählen, so eine feine, kräuterig, pflanzliche Note da drin. Ja? Ja. Klassiker. Ja. Wie gesagt. Trocken ist schon gewagt. Trocken ist das eigentlich nicht. Aber es ist toll. Ich sehe immer noch. Ich finde dieses Jahr, das war schon in Wiesbaden so, dass der Juffer Sonnenuhr nichts nachsteht. Sie ist fast ein bisschen animierender sogar. Fritz Hack. 3, 2, 8, 4, 2, 1. Ich habe noch gar nicht. Du vernachlässigst mich. Ja, ich bin halt faul. Ach Gott. Oha. Was ist das denn? Ach, nicht klar. Chardonnay. Puh, das ist dicht und tief. Und das ist natürlich Sponti ohne Ende. Reduktiv, hefig, nussig, holzwürzig. Mit einem ganz feinen, hülsenfruchtartigen Gemüseton. Nach Erbsen riecht der mir so ein bisschen. Aber das ist tief und komplex. Ja, das ist richtig gut. Das ist richtig stark. Ein bisschen Mais. Hm.
sehr fest, sehr dicht. Schon deutliches, helles Holz, aber bestens eingebunden. Und dann eine salzige Mineralik. Null Süße, also richtig knochentrocken. Das ist richtig gekonnt und mutig. Das ist sehr mutig. Boah, und ein Salz da hinten. Also das ist echt. Vor allem, das ist 2014, das ist wirklich kein Burgunderjahrgang. Das ist klar, was das ist, aber es gab ja nur einen Wein dieser Art. Das ist Knewitz. Ja. Knewitz Reserve 14. Super. Unglaublich gut. Das ist es nicht, das ist nicht wirklich burgundisch, das ist anders, aber es ist saumäßig gut. Dadurch ist, dass es aus Rheinhessen ist, halt kein großes Gewächs, aber es ist. Das steckt die meisten großen Gewächse in der Burgunderrichtung dieses Jahr mit links in die Tasche. Ganz großartig. Ja. Da muss man echt drüber streiten, ob es 91 oder 92 ist. Ich würde den gerne die 2. Ich glaube auch. Also das muss man sich merken. Das Weingut Knewitz aus Appenheim, Chardonnay Reserve 2014. Da kann es einer. 329224. Wie gesagt, 214. Es gibt überhaupt keinen besseren Burgunder bislang dieses Jahr. Ein Kulturschock. Gut, ist klar, was das ist. Ja. Das ist Sauvignon. Warte. Ungeheuer tief. Mit einer ganz feinen, grünen, gemüsigen Aromatik. Also Artischocken, Oliven. Natürlich, was wolltest du dazu sagen? Und so reif und so fein und so appetitanregend. Total. Vor allem, da kannst du drin versinken. Mhm. Ganz feiner Pfeffer. Brokkolitöne, Zucchini, ein bisschen Kapern, Paprika, aber alles unheimlich nobel. Und weißt du, was ich da gestern, nicht, das ist schon von vorgestern, aber was ich immer wieder habe, kennst du Parasol, diese großen Schirmpilze, die du nur panierst und dann rausbrätst? Und da hat er unheimlich viel davon. Parasol gepfeffert mit Zucchini-Gemüse. Also ich glaube... Also sowieso, dass es ein perfekter Essensbegleiter ist, weil es so facettenreich ist. Ich glaube, da findet jeder das, was er mag. Also der Wein, also außer, dass er etwas verstörend ist am Anfang. Ja, weil es halt, man denkt immer bei Wein immer so an Frucht und es ist halt eigentlich, zumindest in der Nase, eigentlich so gut wie gar keine Frucht. Im Mund ist es schon fruchtig auch. Sehr schmelzig und schon eine hat Wärme. Aber auch eine innere Ruhe. Ja, und ja, Schliff. Ja, innere Ruhe ist gut. Also das ist schon toll. Eine Irrsinnsmineralik. Mir reichen da die 92. Mir auch nicht. Also das ist jetzt schon der dritte Tag. Der steht schon in der Veröffentlichung mit 92. Und aber das reicht nicht. Haben wir jetzt ein Problem, Justin? Nein, das ist ein Problem, würde ich jetzt in dem Sinn nicht sagen, aber das hat man halt so erklärt. Wieso hast du ihn nicht zurückgestellt? Ach, ich vergessen habe. Grandios. Ja. Aber bei 5 bin ich noch nicht. Nein. Wir sind bei 3 und das ist wunderbar. Und wenn jetzt jemand 4 sagt, kann ich damit auch leben, aber das ist der größte Sauvignon, der in Deutschland je entstanden ist, meiner Ansicht nach. 2013, das ist auch noch wirklich das schwierige Jahr. Ovum von Aldinger, im Betonei ausgebaut. Ja. Also ich habe Gänsehaut. Großer Stoff. 3, 2, 9, 6, 3, 4. Das ist dicht und zu unruhig.
Ja, unruhig. Total hefig und so noch leicht schwefig. Hallo. Aber gewinn mir bitte nochmal, weil das da, ich muss sicher gehen, dass nicht der andere da so durchschlägt, der war so intensiv. Puh. Und das eine. Was ist schwierig? Im Mund? Hast du schon probiert? Nein, habe ich noch nicht. Er riecht auch nach Curry. Das ist das, was mir gefehlt hat. Das ist ziemlich deutlich, ziemlich gutes Curry. Ich bin irgendwie bei Schalentieren. Ich bin bei etwas Kühlen. Und dass das nach Umami riecht, stimmt schon auch. Ich meine, das kann man eigentlich nicht riechen, heißt das, kann man nur schmecken. Aber es riecht wie etwas, was hinterher nach Umami schmeckt. Boah, das ist aber irrsinnskomplex. Mhm. Du musst weg, ne? Ist jetzt beeilt. Haben wir noch viel? Naja. Es ist ganz eigen. Also das hat eine Aromatik. Genau. Wild, konzentriert, eigenwillig. Aber dir fällt doch als jetzt frisch ausgebildete Sommeliere gerade bestimmt tausende Leute zum Essen ein. Jetzt im Moment. Also ich wäre da ganz sicher bei, also zu einer Seite bei Thai zum Beispiel, andererseits aber auch bei, wie du schon sagst, Krustentieren. Das Einzige, also im Moment würde ich ihn so, wie er jetzt dasteht, niemanden servieren. Naja, so natürlich nicht. Wir werden den auch noch einen Tag stehen lassen, denke ich. Wir haben ihn nicht einmal probiert. Sehr viel gelbe Würze auch im Mund. Sehr reife Frucht, ein bisschen angetrocknet wird. Es ist witzig, bei dem Wein bin ich eher auf der grünen Seite, du auf der gelben Echt? Seite, ja. Also was ich an grünen, Entschuldigung, das war eine Fruchtfliege, ja. Was ich an grünen Noten habe, ist was, was mich ein bisschen an Jalapenos erinnert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Naja. Obwohl er diese Schärfe eigentlich nicht hat, aber die Aromatik hat er. Das war übrigens schon in der Nase so. Ja, das stimmt. Finde ich sehr spannend und sehr, sehr gut. Und deshalb wäre ich eher kreolisch hier. Da werden wir bei deinen grünen, bei deinen gelben Jalapenos. Kochst du kreolisch? Man kriegt die Zutaten nicht. Ja, für mich okay. Ist es die. Also jetzt kriege ich Hunger. Okay, also dann. Halt also wir gehen mit 93. Gibt es aber morgen nochmal. Das war jetzt ein bisschen zu einfach zu erkennen. Ich habe es deswegen auch gar nicht gesagt, weil das ist völlig klar. Heimann Löwenstein, Röttgen 2014. Ich muss sagen, nachdem ich diese Art Wein unheimlich mag, ist das für mich einer der besten Heimann Löwenstein-Jahrgänge überhaupt. In Wiesbaden habe ich probiert, da war das ungenießbar. Ich habe mich schon gefürchtet, ihn zu probieren, weil ich dachte, ich muss es fürchtlich abwerten. Jetzt bin ich total begeistert. Okay. Darf ich? Ja, ich habe jetzt vorgegriffen, aber ich muss es jetzt einfach. 3, 2, 9, 6, 3, 8. Ich muss es einfach doch loswerden. Viel kühler. Kühl, ja. Viel grüner. Ja. Genau. Steht auch als erstes drin. Ist ein bisschen petrolig. Ein bisschen wachsig. Besser. Aber ein feines Wachs. Also ja, ja. Weil das ist, kann ja. Ein bisschen Wurzelgemüse, ein bisschen Honig. Also schon Botrytis geprägt.
Mehr als gestern sogar noch. Das hat sich so entwickelt. Mhm. Reif, mürb, süßlich. Ach, das ist nicht 14. Richtig. Das ist der 13er R. Ja, der ist so süß. Das sind die anderen ja gar nicht. Süß, sehr Buttrites geprägt. Ist überhaupt nicht mein Stil, Wein, ehrlich gesagt. Macht auch schnell satt. Oder es ist dicht und komplex und hat Tiefe und alles gut, aber das muss man mögen. Meine Richtung ist es nicht. Also, UNR 213, wie gesagt, das ist überhaupt kein schlechter Wein. Es ist halt nur... Also hier, ja, man... Viel Buttrites, viel Tabak. 92 Punkte. Ja, es hat 92, das verdient er ja auch. Mich macht das satt, das stimmt. 329632. Ja, es ist wieder eindeutig die andere Seite. Also der andere Jahrgang. Aber natürlich wieder Hermann Löwenstein. Sehr gewürzig, gelbes Gewürz, wieder diese Safran-Noten. Bisschen Suppenkräuter. Nein, Wurzelgemüse. Schon auch wieder Sellerie. Hat auch etwas offenherziger als der erste. In der Nase ist er auch nicht ganz so tief wie der Röttgen. Ja. Mhm. Bestätigt sich euer Mund. Das ist drunter. Das sind eher Ananas. Ist ja dann auch die Haushierarchie. Ich meine, das weiß ich nicht. Ich hab jetzt keine Ahnung, was. Also kein. Oh ja, klar, du weißt nicht, was. Welcher es ist. Aber es ist dann halt wahrscheinlich. Ja, Stolzenberg oder Kirchberg? Ja, Stolzenberg. Das ist deutlich kühler, heller, nicht ganz so tief. Nicht ganz so dicht. Das war gestern, glaube ich, der erste von allen. Ja, hat mich total begeistert. Aber man merkt jetzt im Vergleich, dass er es nicht ganz schafft, dass er nicht ganz an die anderen rankommt. Ja. Sind fast 2 Punkte Unterschied. Na, es sind 2 Punkte. Ja. Für mich. Das sind 91, das passt schon. Gut, ja, das ist Hatzenpotter Stolzenberg, 2,14. Das ist auch mit Abstand sein günstigster, ne? Der kostet 21. Nee. 50 kostet seine Basis. Der kostet 21, aber das ist für ein großes, oder 21,50, das ist für ein großes Gewächs. Und halt, das ist ja saugut. Gut. 329640. Nicht allzu viel, wollte ich sagen, um den Satz zu beenden. Prost, ist zu. Ja. Riecht ein bisschen süßlich. Auch wieder so ein bisschen mit so Curry und Ananas. Naja, ich habe fast so Feuerstein, ganz dunkel. Also ist schon natürlich schiefer Boden. Schwefel habe ich. Ja. Ja, klar. Aber ist halt im Moment mein... Ist noch nicht so bissig, wie wir den auch schon hatten heute. Aber er ist da. Ja, ist komisch. Das ist so süßlich, saftig und schmelzig auch. Und dann hat er trotzdem diese enorm kühlen Noten. Und Salz. Oh, das ist mächtig.
Ja, aber mächtig nicht in der Substanz, ist nicht unter dem Alkohol, das sondern das ist so. Einfach von was er mit einem macht. Unheimlich konzentriert. Ja. Fein. Das ist kantiger als gestern, aber es ist unheimlich komplex. Dem geben wir weiter Luft, fürchte ich. Ich würde ihn heute noch da stehen lassen bei 93. Also ich finde das ziemlich, ziemlich treffend, aber ich würde ihm trotzdem noch mal einen Tag Luft geben. Bist du schon höher? Ich finde das einen guten Platz. Na, passt ja. Was haben wir? Laubach. Das ist Uhlen Laubach, Wiederheim an Löwenstein. Ich behaupte. Ja, red noch. 329626. Gut, das ist gescheit, mir erst die Nummer zu geben. Jetzt kannst du nicht behaupten. Ich glaube, das wird sich noch straffen und steigern. Du bist ja morgen nicht da, du hast ja keinen. Du kriegst es ja gar nicht mit. Ich habe Internet zu Hause. Internet? Dann kriegst du es morgen trotzdem nicht mit, weil morgen ist ja dann noch nicht veröffentlicht. Auch noch unruhig. Aber ja. Ganz andere Würze. Das hat. Ja, ich bin so. Mir fällt es nicht gar nicht. Ja, Majoran. Das ist ziemlich deutlich, ja. Das ist gut. Ja. Das ist wirklich getrockneter Majoran. Aber nicht nur. Das ist auch Estragon. Und fast ein bisschen Senf. Ja, genau. Es ist eher so eine Brotzeitplatte. Ja. Ja, genau. Ziemlich spannend. Das sind schwarze Noten auch drin, so schwarzbierig, tabakig. Sehr spannend. Und alles, das muss man noch dazu sagen, das haben wir nämlich die ganze Zeit nicht gesagt, alle diese Weine haben einen unheimlich präsenten, aber sehr reifen Gerbstoff. Mhm. Also das ist, die packen richtig zu. Und das wirkt ja knochentrocken. Es hat eine Mattsäure und eine überhaupt nichts ausgleichend Süßes dabei, sondern das ist ziemlich, das wirkt total kompromisslos. Es hat einen Mattszug. Ich finde, den kann man kauen. Also finde ich auch. Ich mag sowas extrem, diese solche Art Weine. Boah, also wenn man die Leute, die immer sagen, dass Riesling ja unbedingt Säure haben muss, sind oft genau die Leute, die auch sagen, dass es unbedingt Süße braucht, weil man ja sonst die Säure nicht ausgleichen kann. Also, wäre man wirklich richtig kompromisslos, Wein mit knackiger Säure, aber auch der richtigen Substanz, das ist einer davon. Von denen, die man wirklich probieren muss. Und vielschichtig und lang. Da habe ich auch wieder ein bisschen Gänsehaut. Unglaublich. Ganz stark dieses Jahr, sage ich ja. Das hat was Vibrierendes. Braucht auch noch locker einen Tag. Macht keine Gefangenen. Stehen lassen, morgen nochmal probieren. Hilft alles nichts. Aber ich bin eigentlich schon bei 4. Ja. Es hat so einen Zug und das kann man so kauen. Das ist so. Ja, genau, das ist das. Und dann schmeckt er noch nach Austern auch noch, weißt du? Das hat so dieses Salzige. Das hatte ich auch in der Nase. Algig-salzige. Ja. Unheimlich. 329636. Also. Du hast jetzt nicht gezeigt, aber die. Das ist
Hatzenporter Kirchberg. Ganz wichtig, das so zu erwähnen, weil das immer noch eine der Lagen ist, hat er in Winningen angefangen, die man heute immer noch gerne unterschätzt, die heute noch auch gern auch noch ein bisschen günstiger ist als die Winninger Lagen. Aber es ist ganz großer Stoff. 329636. Ich würde doch nicht reden. Und ja, ich habe das schon vernommen, aber ich... Und wenn du mir einen Platz gibst, am Ende, achso, ich weiß jetzt. Am Ende des Abends ist halt dann... Entschuldigung. Wenn du schon am Ende deines Abends wärst, wärst du auch nicht so. So, also. Ui, sehr gemüsig. Also ich habe ständig so Feuerstein. Uff, total Feuerstein. Tabak. Ich habe so Kaff in der Nase, Chili-Schärfe. Also es ist, nimmt schon, ist anspruchsvoll in der Nase. Ja, es hat wieder... Vor allem, so das ist nicht nur Chili. Ja. Das riecht für mich, weil das so speckige Anteile auch hat, eher nach so scharfer, nicht Chorizo. Der Paprika-Anteil ist nicht so hoch, sondern scharfer italienischer Salami mit Fenchel drin. Ja, und das finde ich an den Weinen so spannend. Und Pfeffer. Ja. Die haben diesen Wein und haben aber auch etwas Herzhaftes, genau. Etwas Geerdetes. Boah, ich habe Hunger. Da denkst auch wirklich, als würdest du, also das kommt dann wirklich so vor, als würde man so über wirklich so eine Platte mit wirklich edlem Salami und anderen Sachen drüber riechen, weil das ist wow. Fenchel wirklich auch deutlich. Oh la la. Oh, das ist ein Kunstwerk. Jetzt schon. Oder ist... Der ist nicht sofort trocken wie der andere? Boah, aber das ist stark. Also das ist ungemein komplex und es hat genau das wieder. Diese Fenchelnoten, das Schärfende, den Pfeffer, den Speck. Gleichzeitig natürlich hat er ganz noble, ganz feine Frucht. Und es ist die wirklich auch ein bisschen an Weinbeeren erinnernd, die da halt auch dabei sind. Das ist so. Das hat einen unglaublichen Saft. Also ich bin. Immer wenn mir Weine unglaublich gefallen. Also ja, du, bei dir bricht der Schweiß aus und bei mir die Tränen. Naja, mir Tränen, so die Augenwinkel auch, aber es ist nicht, weil ich heule, sondern weil es halt einfach, das ist so, das ist wirklich dieser Schweiß. Das ist so intensiv. Da kann man, einen Abend damit verbringen. Boah, der packt zu. Und entdeckt immer wieder neue Aspekte. Was ich als wirkliches Leitaroma hier habe, ist dieser Fenchel. Mhm. Der ist so intensiv auch im Gaumen. Und wirklich auch Fenchelsamen. Das ist ja nicht nur die Frucht, sondern... Also das macht einen sprachlos. Ja. Das sind 97. Super, finde ich gut. Finde ich sehr Das gut. ist sagenhaft. Ja, finde ich super. Also das ist, wie soll man das sagen, das ist überhaupt nichts für Leute, die jetzt einfach ihre leckere Frucht haben wollen und ihren Säurebiss und ein bisschen Süße hat es auch. Das ist viel zu komplex und es ist
Das lässt dann überhaupt nicht los. Man kann sich damit, glaube ich, Stunden beschäftigen. Ja, genau, das meinte ich mit dem Abend verbringen. Irrsinniger Stoff. Ja. Boah. So, ich glaube, wir verabschieden uns. Ja, also mit diesem letzten Eindruck, Entschuldigung, sind völlig von der Rolle. Draußen wird es dunkel, bei uns drin wird es hell. Also in uns. Wir sind, wie gesagt, noch zweimal dabei, glaube ich, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns, auch wenn wir teilweise ein bisschen lang gebraucht haben, weil es halt doch Weine waren, mit denen wir uns beschäftigen mussten. Was soll ich noch sagen? Bei uns ist es trüb. wir haben Hunger und genau. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Halt.